Japans größtes Umzugsunternehmen zählt stolze 180 Standorte, 3500 Lastwagen und mehr als 5000 Mitarbeiter. Die Identifikation mit dem Arbeitgeber ist groß. Hier trägt man sogar Socken mit dem Firmenlogo. Hiroyuki Sewaki arbeitet seit 5 Jahren bei dem Umzugsgiganten. Für den 35-Jährigen steht heute eine praktische Prüfung an. Besteht er, darf er als Umzugsleiter arbeiten. Der Weg dorthin führt über dieses Haus. Hier wird Umziehen trainiert. Und ihn gilt es zu überzeugen. Yasu Yamasaki. Er ist der Umzugsmeister und Hiroyukis größtes Vorbild. Der Einzige, der alles weiß, wenn es ums professionelle Umziehen geht, ist der Meister. Für mich ist er eine Art Gott, dem ich wohl nie das Wasser reichen kann. Aber ich gebe alles, einmal genauso gut zu werden wie er. Aufgabe der heutigen Prüfung? Schränke schleppen. Jeder Handgriff ist vorgegeben. Der Schrank wird nicht einfach gleich angehoben, sondern zunächst wie ein Bonbon verpackt. Hier gilt, die Technik macht's. Nur mit Muskelmasse kommt man bei den japanischen Profis nicht weit. Dann sind die Tragegurte an der Reihe. Das Ziel, den richtigen Schwerpunkt finden. Jetzt ist der Schrank gut ausbalanciert. Gut gemacht. Vielen Dank. Das Schlimmste wäre, wenn der Schrank kippt und die Wand berührt. Umzugsleiter werden in Japan geschätzt. Hiroyuki ist bestens vorbereitet auf die ehrenvolle Aufgabe, den nächsten Umzug zu leiten. Osaka, die drittgrößte Stadt Japans. Hier leben 2,6 Millionen Menschen. Eine davon, Lilly Geismar. Vor 8 Monaten ist die Kölnerin in diese 60 Quadratmeter große Wohnung gezogen. In 3 Stunden muss hier alles raus. Die 25-Jährige zieht zu ihrem Freund. Es ist Lillys erster Umzug in Japan. Ist jedenfalls ganz bequem, dass ich selber nichts tragen muss und mich um nichts kümmern muss eigentlich. Da bin ich echt gespannt. Es ist soweit. Hat sich das harte Umzugstraining wirklich gelohnt? Die Profis um Hiroyuki Sewaki haben 5 Stunden einkalkuliert. Der Zeitplan ist eng. Es ist Hiroyukis erster Auftrag als Umzugsleiter. Hiroyuki und seine Kollegen sichten nun jeden Gegenstand. Aufkleber kennzeichnen, was mitkommt und was in der Wohnung bleibt. Gelb wird eingepackt. Rot gehört dem Vermieter. Nun müssen Wände und der Aufzug verkleidet werden. Das größte Gut ist das Eigentum des Kunden. Um das zu schützen, verlegt Hiroyuki 50 dieser Kunststoffmatten. Nachdem alle Schutzmatten an den Wänden hängen, kann der Umzug beginnen. Wie im Training gelernt? Erst desinfizieren, dann behutsam verstauen. Teller und Becher landen in speziellen Hartschalenkoffern. Innen sind sie mit dickem Schaumstoff gefüttert. Normalerweise muss man Geschirr einzeln in Papier einwickeln, damit es nicht kaputt geht. Das ist lästig. Mit diesem Koffer hier ist das nicht notwendig und es ist sogar noch sicherer. Schäden muss das Umzugsunternehmen selbst begleichen. In Deutschland muss man da unbedingt auf das Kleingedruckte achten. Umzugsunternehmen schließen hierzulande oft die Haftung für Schäden aus. Bis zu 15 Kilometer laufen die Umzugshelfer an einem Tag. Das Besondere? Für Hiroyuki ist alles gleich wichtig. Selbst an Kleinigkeiten wird gedacht. Nichts darf uns zerbrechen. Das wäre das Schlimmste. Und besonders Messer und Scheren müssen von uns sorgfältig eingepackt werden, damit der Kunde sich nicht beim Auspacken daran schneidet. Was wie Papier aussieht, sind haltbare Kunststoffbehälter, die bis zu 5 Jahre halten. Sie gehören der Umzugsfirma und werden immer wieder benutzt. Hiroyuki kann die Schutzmatten wieder von den Wänden nehmen. Sein erster Umzug als Leiter war erfolgreich. Wir haben ja in der Theorie gelernt, dass jeder Gegenstand der Kunden unersetzbar ist. Deswegen haben wir sie auch so vorsichtig behandelt. Das war heute den ganzen Tag in meinem Kopf. Ich bin jetzt total erleichtert. Nun wird der Transporter beladen. Jeder Handgriff ist vorgeschrieben. Schwere Dinge als erstes, leichtere zum Schluss. Hiroyuki und sein Team brechen auf. Nach 40 Kilometern sind sie am Ziel.
Endlich trifft Lilly ihren Freund Shohei. Mit Mundschutz, denn er ist krank und will niemanden anstecken. Zusammen werden sie in seinem Elternhaus diese Etage bewohnen. Und wieder findet das Team von Hiroyuki ein enges Treppenhaus vor. Nächster Schritt, Geschirr auspacken. Ganz langsam öffnen. Öffnen Sie den Koffer zu schnell, können Teller und Tassen brechen. Die ganze Arbeit wäre umsonst. Einräumen gehört natürlich auch zum Service. Genau 2 Stunden später ist es geschafft. Umgerechnet 1.300 Euro kostet dieser Komplettservice. In Deutschland starten vergleichbare Angebote mit Ein- und Auspacken bei 1.000 Euro. Japanische Gründlichkeit hat eben ihren Preis. Hiroyuki ist seinem Traum vom Umzugsmeister einen Schritt näher gekommen. Ich habe angewandt, was ich im Unterricht gelernt habe. Einiges konnte ich perfekt umsetzen. Es hat aber nicht alles funktioniert. Hiroyuki wird noch mindestens 50 gelungene Umzüge machen müssen. Erst dann kann er Meister werden, hier in Osaka bei den Weltmeistern im Umziehen.